der Tobi ist ja gern auf Stellplätzen. Nicht nur zwangsläufig, sondern wirklich gerne. Ich genieße es, zwischen den Campern, den Gleichgesinnten zu stehen. Und hier steht aus Ravensburg ein Crosscamp schon mit I. Den werden wir uns bei Gelegenheit mal angucken. Ich bin am Musterstellplatz. Musterstellplatz vom Caravanverband. Wir als Ausrüster. Hallo Tobi. Wir dürfen hier mal die Musterfläche bespielen und mal zeigen, wie es ausschauen kann. Genau, das ist schon der Punkt, gell? Guckt mal rum, schaut euch das auch an am Caravansalon. Das ist das zweite Jahr, glaube ich, wo ihr das macht, oder? Das dritte schon? Zweite in der Form. Zweite in der Form, genau. Ihr rüstet viele Stellplätze aus. Genau, also von der Hardware bis zur Software, also vom Buchungsprogramm bis hin zur klassischen Entsorgung und Versorgung machen wir im Grunde genommen das Rundum-Sorglos-Paket. Das, was wir alle kennen und schon zigmal benutzt haben, die meisten zumindest. Ja. Das sind meine Lieblinge, da passt mein ganzes Kleingeld rein. Ich habe so einen Eimer mit 2 Kilo Kleingeld als Dauercamper. Geht aber auch anders. Also viele gehen jetzt weg von den Münzen und gehen eben mehr auf QR-Code, alles mit dem Handy oder mit einer kleinen Chipkarte, dass man also gar nicht in der Nacht aufstehen muss und 50 Cent Stücke suchen muss. Nervig. Genau. Vor allem im Winter. Genau. Ich bin schon mit der Unterhose echt viel ums Auto rumgeflitzt. Also wer in der Nacht mal guckt, wo ich stehe. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Genau. Übrigens nicht vom Bargeld weg, weil ihr das wollt, sondern weil sich die Gesellschaft inklusive unseres Bankensystems in die Richtung entwickelt. Ja, Tobi, es ist einfacher. Es ist einfacher. Es ist einfach so, wenn du die klassischen Stellplätze mitten in dem Kassenautomat vorne vor der Tür kennst und hast schon mal in der Schlange gestanden und bist dann an der Reihe und bekommst keinen Platz mehr, ist es schon schöner, wenn du weißt, ach, heute Abend habe ich den Platz gebucht, ich stehe genau auf dem Platz, wo ich letztes Jahr schon gestanden habe. Und du fährst ran, hältst deinen QR-Code vor, fährst rein und stehst. Ja. Brauchst kein Kleingeld suchen, du gehst mit deinem QR-Code an die Stromsäule und hast das, was du dir an Guthaben aufgeladen hast, kannst du verbrauchen. Mhm. Und wenn was fehlt, rufst du es einfach nach. So ist es. Ja? Easier geht's nicht. Ja. Ist mir wesentlich lieber. Klar, es gibt natürlich den einen oder anderen, der das nicht machen möchte mit dem Smartphone oder seine Kontodaten freigeben. Der kann klassisch immer noch an den Automaten gehen und kann sich das da aufladen. Wobei bei der Quote und diesem einfachen Handling, das überall so logisch aufgebaut ist, ihr macht euch ja erstmal Gedanken, wie könnte ich es dem Benutzer so freundlich wie möglich gestalten. Ich sehe es aber immer noch oft, dass man natürlich davor steht und gewisse Menschen haben da eigentlich fast Angst davor. Genau. Also das ist so, wow. Geht gleich zum FBI oder zum, keine Ahnung, meine Daten. Und wir leben seit Jahren in einer transparenten Welt und wer ein Handy hat. Transparenter geht es nicht. So transparent wollte man es eigentlich nie haben, aber es ist halt mal so. Ja. Wir nutzen ja jeden Tag diese Bequemlichkeiten. Ja, genau. Wie schaut für dich der optimale Stellplatz aus? Ihr habt natürlich jetzt hier einiges hingestellt, aber ist jetzt der kleine Stellplatz oder gibt es eine Tendenz, ihr merkt es ja, ihr plant ja Stellplätze, also bei euch kommen hier die Menschen, die wollen und die haben. Also der Caravanverband hat viele Kommunen und Gemeinden angeschrieben, viele Bürgermeister, die hier auf diesen Stand explizit angekommen sind und haben nachgefragt, was brauche ich denn überhaupt? Mhm. Ja? Also dieses Zigeunerdenken von früher, die machen alles dreckig, da sind die langsam von weg. Es dauert noch, viele sind da immer noch, aber die meisten haben schon erkannt, dass der Camper Urlaub machen möchte und zwar nicht im großen Stil auf irgendeinem Campingplatz, sondern lieber den kleinen, feinen Stellplatz haben möchte. Richtig. Ne? Also Ruhe, mal ein vernünftiges Restaurant in der Nähe. Ich lege da immer an im Kopf. Ja? Genau. Boot oder Caravan, ist egal. Das Gleiche. Ah, Caravan ist auch noch ein Thema, du weißt, unsere Freunde, die Camper mit den Wohnanhängern, da müssen wir noch mal fragen, warum und wieso. Aber da hast du recht, ja. Ja, also das ist ja, viele sagen, also viele Wohnwagenfahrer sagen, Mensch, ihr macht Stellplätze für Wohnmobile. Ja, wir würden natürlich auch, viele würden liebend gerne die Wohnwagenfahrer mit aufnehmen. Ja, wir wollen niemanden diskriminieren, Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber auch die behakeln sich auch gar nicht, das ist also überhaupt nicht wahr.
Aber das Problem ist halt, wir haben eine Gesetzgebung, die dann ganz schnell kommst du mit so einem Stellplatz in die Campingplatzverordnung. Ja. Und dann musst du für so und so viele Plätze auch so und so viele Toiletten, Duschen und haben. Und vom Wänden her mit gespannten Versicherungsschutz, das ist schon eine Kette, die da dahinter ist. Und das ist gar nicht so einfach. Man kann es machen, aber da haben wir dann, wir leisten uns einen Planer, der halt auch vor Ort dann die Infrastruktur, die Machbarkeitsstudie macht, sich den Boden anguckt, also Bodengutachten. Da gibt es so viele Faktoren. Also wenn man einen Stellplatz aufmachen möchte. Soll man wirklich gut darüber nachdenken und das Ganze nicht für 2 Jahre sehen, sondern mal für 20? Einmal das, aber auch schon alleine die Planungsphase. Da kriegt man schon graue Haare. Ja. Also, ist natürlich auch wieder abhängig von der Region, von der Kommune, von der Politik am Schluss. Wir müssen da alle durch. Genau. Von den Kosten her, wenn man jetzt sagt, ich habe schon 20 Fahrzeuge Platz geplant, das stelle ich mir mal so vor, ich sehe meine grüne Wiese, kann man da sagen, das kostet jetzt pro Stellplatz inklusive der vorhandenen Infrastruktur Pi mal Daumen 20 als Investition pro Platz? Oder? Kannst du so nicht sagen, wenn du so einen Platz planst, das meiste Geld geht in die Erde. Ja. Ne? Also alleine das Verfestigen, dass die Großen da drauf können. Und die kleinen, die Versorgungsleitung. Winterfest, alles diese Geschichten, also Wasser muss laufen. Wassersäulen, ne? Wenn du die das ganze Jahr betreiben willst, willst du die mit Heizung haben, ohne Heizung, also das ist ja, ne? Strom das Gleiche, du musst ab und zu am Strompreis machen, wie zurzeit irgendwie. Genau, reicht das aus, das Stromnetz, was ich dort habe, brauche ich eine Trafostation, also umso größer ich werde, umso mehr Energie brauche ich natürlich. Ja. Da spielt alles eine Rolle, also da kann man pauschal sagen, Summe X kann man nicht sagen. Kann man nicht, gell? Nee, nein. Also, ich werde auch oft gefragt. Also es gibt eine Faustregel, wo man sagt, so zwischen 60 und 80 Plätzen kann man gut von leben. Mhm. Na, sicherlich gehen auch kleinere Plätze, aber dann brauchst du halt... Aber es ist eher Nebeneinkunft dann. Das ist dann Zubrot, ja, genau. Was ich festgestellt habe, wenn ich unterwegs bin, je gepflegter die Stellplätze, desto besser wird, ich will da niemanden jetzt irgendwie angreifen, aber desto besser ist das Publikum. Ja. Wenn du was vorgibst, einen gewissen Standard, richtet man sich eher danach. Das ist auch preislich dann eben auch immer so eine Sache. Ne? Klar, also wie gesagt, ich hoffe, es verstehen draußen alle richtig. Wir wollen aber es ist halt dann einfach, du kommst rein, du siehst, es hat eine Ordnung, da schmeißt keiner die Kippen am Boden, weil dann die Mülleimerpolitik stimmt. Ja. Mülleimerpolitik. Ja. Wow. Ja. Ja, also, wir haben natürlich auch schwarze Schafe dabei. Immer, ne? Immer. Aber es sind in der Camperbranche, im Campingbiz, bei den Campern sehr, sehr wenige. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Also der tropfende Abwassertank. Wo über alles gemeckert wird dann auch, egal wie. Da kommt es dann, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, das wissen alle Camper da draußen. Ja. Manchmal ist es auch ungerecht. Weil wir alle miteinander ein Luxusproblem haben. Also ich spreche das auch an. Ja. Ganz ehrlich, das gehört sich auch nicht so auf eine Chemieklo irgendwo ein Gulli kippen. Kein Vorbild. Fällt auf uns alle zurück. Ja, sofort die Campinglizenz entziehen. Wenn das so einfach wäre. Da gehört das Chemieklo auch nicht rein. Das ist so ein Standard-Bodenablauf, wie man ihn oft sieht. Gibt es ja die Rinnen, ist ja Befahrbarkeit wieder wichtig, oder? Also hier hast du eine klassische Grauwasserentsorgung, die ich aber auch kombinieren kann. Ne? Also wenn einer sagt, komm, das ist bei mir im Platz inbegriffen, kann ich hier sowohl Grau- als auch Schwarzwasser ablassen. Ne? Und da drüben haben wir dann die Säule nochmal, die klassische Säule für die Kassette. Gucken wir mal hin. Genau, die kennen wir auch bestens. Mittlerweile auch eben ergonomisch. Du musst dich zwar bücken, um die Kassette mal aufzumachen, oder kannst du vielleicht hier ein bisschen abstützen, aber du kannst hier bequem im Stehen reinschütten und es spritzt nichts drüber, weil der Hahn da drin verschwindet. Und das ist nämlich echt ätzend gewesen. Auch einen Hahn zum Spülen, dass du die Kassette mal nachspülen kannst. Wo man schon gesehen hat, wo kommst du her? Wohl vom Entsorgen, weil das Ganze natürlich ein bisschen... Handschuh bis zum Ellbogen. Handschuh bis zum Ellbogen, das muss heutzutage nicht mehr sein. Ihr denkt damit. Bodeneinlass bitte auch benutzen, die Geschichten danach ein bisschen nachspülen. Stinkt nämlich sonst am ganzen Stellplatz. Ja. Und möglichst so planen, dass die nicht genau neben einem Stellplatz ist. Mhm. Das riecht auch immer sehr angenehm für die Leute, die da stehen. Ja, klar, verbreitet sich. Muss ich jetzt dann hier einen Abscheider installieren in irgendeiner Form? Also muss ich dann Fass installieren unten? Oder? Also es kommt immer aufs Gebiet an. Mhm. Bist du so in so einer Umweltzone, kann ich natürlich dann eben auch dementsprechend so ein Dreikammersystem installieren. Ja. Oder kann ich normal ans Kanalnetz mit ran. Mhm. Dann umso einfacher ist es natürlich. Ne?
Schön ist natürlich auch, es gibt ja einige Apps, ich stelle immer wieder sowas vor, die jetzt mit Reservieren anfangen, wo du jetzt nicht nur siehst, sondern auch wirklich einbuchen kannst. Ja. Macht ihr sowas auch dann für die Betreiber? Ihr hängt die direkt im Netz daran? Ja, wir haben ein Direstsystem. Also in diesem System hat einmal der Platzbetreiber eine einfache Maske, wo er praktisch den Kunden aufnimmt. Du brauchst also nicht diesen klassischen Zettel ausfüllen, sondern du kannst das alles online, per Handy kannst du das machen. Und hast im Grunde genommen dann hinterher eine Handyabfrage und einen QR-Code, den du bekommst. Und mit diesem QR-Code siehst du unten die Lesestelle. Mhm. Da kannst du im Grunde genommen alles mit betreiben, vom Wasser bis zum Strom. Und ich als Camper zahle nur das, was ich auch brauche. Ja, ja, also auch wichtig. Auch die Ablesbarkeit oft gewünscht bei den Automaten, dass ich weiß, was habe ich noch Guthaben drin und so, alles bei euch gewährleistet. Der Betreiber kriegt automatisch auch eine Störmeldung, wenn irgendwo mal ein Strom ausfällt. Ja, also das ist wirklich auch easy going. Also bevor der Camper eigentlich merkt, dass bei ihm der Strom ausgefallen ist, hat der schon weiß der Platz schon Bescheid. Hm. Viele, die Hunde mit haben, wenn die eine Klimaanlage dabei haben, sehr wichtig, dann können die dort schon mal den Strom wieder einschalten. Wenn er dann immer wieder rausfliegt, habe ich über dieses Bestellsystem ja die Telefonnummer von demjenigen und kann ihn dann informieren. Ne? Also das ist auch. Ich habe immer auch noch so eine Geschichte, da ist jetzt viel Nachholbedarf draußen. Ja. Und da habt ihr fleißig zu tun, weil in meinen Städten und Gemeinden ziehen auch nicht überall mit, was keiner von uns verstehen kann. Weil das Erste, was ich bauen würde, wenn ich irgendwo Bürgermeister wäre, ob Dorf oder Stadt, wäre eine perfekte Situation. Vor Ort, außerhalb der Ortschaft, mit einem Radweg, mit einer Anbindung für die Infrastruktur. Genau. So wünscht sich jeder und dann hätten die da auch schöne Imker. Ja, auch die Gemeinden, die haben ja kein Personal. Nee, du eben. Mit dem System kannst du so einen autarken Platz machen. Ja. Dass du sagst, pass auf, die Schranke geht automatisch auf, der kriegt seinen Strom automatisch. Mhm. Es braucht von der Gemeinde im Grunde genommen nur die Reinigung natürlich funktionieren. Genau. Aber du brauchst da nicht tagelang jemanden vorne sitzen. Ein automatisierter Platz. Zum Beispiel, genau. Ohne dass er das muss auch nicht unpersönlich werden. Nein. Es kommt ja dann wieder auf das ganze Ambiente an und so weiter. Das kann man ja schön machen. Genau. Auch wenn da jetzt nicht einer rumläuft den ganzen Tag. Rechnet sich eben dann auch. Du hast sehr viele, also Italien lebt es vor. Ne? Ja. Wenn du dir Italien die Stellplätze anguckst, da gibt es Stellplätze, die haben einen Parkcharakter. Mhm. Wo du sagst, wow. Ja? Also da haben wir schon einiges gesehen. Ich hatte eine App hier vorgestellt, ganz interessant, ein Schweizer Team, das Park and Sleep. Das ist ja auch kein Mitbewerber von euch, ihr könnt ja nur dankbar sein, wenn ihr euch miteinander hier digitalisiert. Da kam ein Kommentar von einem Zuschauer, der ganz interessant war, sagte, toll, die haben so ein System, da ist der QR-Code dort, da kannst du dann buchen, wenn du dort bist, kannst du ein bisschen gucken. Und ja, toll, jetzt können wir dann überhaupt nirgendwo mehr kostenlos parken, war dann die Argumentation, wenn sowas die Runde macht. Liebe Leute, ich beantworte das lieber mal selber, das ist so. Plätze werden immer knapper. Jeder muss irgendwo was umsetzen und umlegen, weil Parkräume ist das Begehrteste, was es gibt. Ja. Geht nicht alles. Also gerade so bei Sehenswürdigkeiten, ne? In Großstädten, das ist mehr und mehr, wo der Platz wirklich nicht da ist. Und die Leute, die den Platz haben, da reißen sich ja die Leute auch drum. Also wir haben alle nichts zu verschenken. Übernachtungsplätze, ist das ein Thema, das ihr extra seht? Ich meine, da gibt es natürlich, wie du sagst, diese kulturellen Geschichten im Hintergrund, dass du mit dem Fahrradweg zum nächsten Schloss, Golfclub oder sonst wo kommst. Aber ich wünsche mir manchmal einfach nur Übernachterplätze, wo ich dann um nach 6 Uhr auf der Tanke einchecken könnte, meinen Kaffee, meinen Diesel, meine Entsorgung machen kann, der früh bis um 6 Uhr wieder weg sein muss. Ja. Das wäre mal toll, an so Autobahndrehkreuzen oder so. Da ist noch keiner auf die Idee gekommen. Also für LKWs gibt es sowas. Ja, da gibt es das. Aber da fahren wir mit dem Wohnmobil nicht hin oder mit dem Wohnwagen, weil dann stehst du nachts neben dem Kühllaster. Ja, ja, das kann passieren. Mhm. Ich habe es zur Not mal gemacht. Wenn man dann anklopft, dann kannst du mal zwischen die LKWs. Ich hatte mal eine lustige Party von einer ganzen Horde LKW-Fahrern mitgemacht. Das war sehr, sehr nett mit denen. Aber das will dann auch nicht jeder. Die haben auch Platzprobleme. Also lassen wir bitte den LKW-Fahrern auch ihre Plätze. Die haben genug zu tun mit ihrem Business. Also es wäre schon eine tolle Idee, wenn... Aber du weißt, was ich meine. Diese Autohöfe, wenn der nur 2 Plätze hätte und ein schönes Verzeichnis, eine App, bitte Aufruf hier meinerseits. Meldet euch hier bei Oliver Klingemann. Aral, wie sie alle heißen, Avia, ihr habt in der Nacht oft Platz auf eurem großen Gelände. Da könntet ihr echt zweimal für die Camper was tun. Da wäre auch die Infrastruktur da. Du musst ja nur anzapfen. Ja. Ihr müsst ja nicht mehr Geld nehmen. Wenn er 2 Euro nimmt, der kauft einen Kaffee. Ja. Also ich finde es doof, ganz ehrlich gesagt, dass das Marketing bei diesen Konzernen nicht weit genug denkt. Wir sind ja mittlerweile eine angesehene Menge.
Guck mal, es gibt eine Statistik, dass wir Camper pro Tag zwischen 35 und 40 Euro am Ort lassen. Ja, ja? Eine Menge. Das ist beim Einkaufen, Tanken, genau. Souvenirs, Eisessen. Das ist der Schnitt, das muss ich mir vorstellen. Ja? Und wenn du das mal hochrechnest, was die Gemeinde da für Mehrwert von hat, ja, das ist schon auch die Raststätten. Also wenn die abends da ankommen, eben, wenn die da noch mal, der geht noch mal mit dem Hund, der geht noch mal pummeln, der geht genau, noch schnell zu Aldi oder Rewe oder Edeka, ja, und was haben wir noch? Und Lidl und Penny, und das haben wir gleich, Netto, den haben wir auch noch. Du kannst hier unten einblenden. Okay. Danke an, nee, noch nicht danke an. Ja. Aber ist ja, so. Ist so, ja. Das ist ein bisschen schade. Aber man merkt, es geht nicht rückwärts. Wir haben ja eine Menge Fahrzeuge auf die Straße bekommen. Viele warten auch noch auf ihre Fahrzeuge. Ja. Man muss noch ordentlich aufstocken. Ja, auch eine Menge Gemeinderäte hier gehabt, mhm, die sich informiert haben. Viele Bürgermeister. Denke ich mir. Die wirklich auch mal wissen wollten, wie können wir es anstellen, wie sieht es aus, von der Ausstattung bis hin zum Buchungssystem. Ich bin ja da weniger der Lobbyfreund. Ich bin auch kein Verbandsfreund mehr. Wir haben Zeiten, die sich drehen, aber da hat man halt aus der Erfahrung gesehen, dass diese Mühlen malen oft wirklich sehr, sehr langsam. Und auch in den letzten Jahren, ich möchte niemanden angreifen, aber ja, anderthalb Jahre ist kurz. Wir haben Stellplatzgipfel und so weiter. Ja. Und auch die Konzerne, liebe Hersteller, ich kenne da ein paar davon. Fast alle. Ihr müsst euch auch beteiligen. Ihr hattet gute Jahre, ihr müsst jetzt mal was für die Camper tun. Das hänge ich jetzt mal ganz klar hin. Da gibt es ein paar Hersteller, die dann mit Apps und so weiter schon zusammenarbeiten und wirklich Fahne bekennen, sagen, nicht nur Autos verkaufen, sondern auch dafür sorgen, dass sie irgendwo parken können. Oder? Machen ist es sie. So? Machen sie. Also sind viele, machen sie jetzt immer mehr. An den Werken, also bei den Herstellern an den Werken gibt es schon viele Stellplätze. Also ist ganz, ja, ganz viele. Gut, das ist jetzt bei den Herstellern, weißt du, aber mal so eine Geschichte, so eine, ja, wo der Camper wirklich mit, wow, die Industrie, ja, ist dabei. Ja. Weil wir sind ja jetzt, wie gesagt, kein kleiner Haufen mehr. Das, nee, ist ja, wenn du auf die Straßen kommst, die Zulassungszahlen von letzten Jahr, boah, siehst, das ist. Jedes, ja, vierte Fahrzeug, das dir entgegenkommt, ist ein Camper so ungefähr. Ja, ja. Und ja, ist ja auch schön für uns. Aber wie gesagt, es springen hinten wieder der eine oder andere runter, der sagt, ich höre mit dem Campen auf, ich fahre jetzt seit 40 Jahren und das ist mir zu viel, die Sucherei, ja, abends. Mit der App kann man dann auch schon vorher sehen, wo was frei ist. Genau. Tobi, du kannst dir den Beste. Platz aussuchen, wo du am liebsten stehen möchtest. Mhm. Das ist das Schöne daran, du kannst sehen, welcher ist frei. Ja, passt, und den buche ich auch Länge. Schon ein. Da kannst du dich einchecken und dann kannst du dich da hinstellen. Da müssen wir hin. Manche behelfen sich momentan mit einer Webcam, die kannst du online live gucken, aus hoher Höhe, damit man keine Privatsphäre... Kommst du eine halbe Stunde später, ist aber belegt. Genau, kann auch, ja, passieren, aber, ja, es ist zumindest mal so ein Preview, weil ich kenne Leute, und mir ist selber schon passiert, ich muss 3-4 Stellplätze im Sommer in der Hostelsaison abklappern, bis ich eine Lücke finde. Ja. Und dann, ja, es ist ja auch wieder nichts, hat nichts mit Nachhaltigkeit haben zu tun. Haben wir dieses Jahr in Wismar gehabt. Das ist, ja, 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 50 Kilometer fahren muss. Ja. Unnütz. Ja. Das war sehr interessant und ich weiß, wir ticken gleich und ich weiß, dass ihr da was tut. Klar, betreibt ihr ein Geschäft damit, das ist klar, mache ich auch, ich bin ja auch Schaufenster. Aber alle miteinander, wenn wir an der richtigen Stromleitung ziehen, müssen wir. Haben richtigen, und jeder, der eine Idee hat, dass er wo er einen Stellplatz, hier, ja, ist jetzt auch gerade der Zeitpunkt, wo man sagen kann, hier kann man sich erkundigen. Der Verband hat extra eine Broschüre rausgebracht, wo, mhm, ich auch mal nachlesen kann, was muss ich denn alles tun. Ja. Bei uns gibt es Informationen, da kann man sich melden. Wie gehe ich am besten vor, von der Idee bis zur Umsetzung? Input, ich weiß, ihr seid sehr aufgeschlossen, ich kenne euer Unternehmen auch schon lange. Ihr, ja, seid da auch einer der Platzhirsche. 42 Jahre. Und 42 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Da hast du auch schon das eine oder andere Mal geparkt. Alle, glaube ich. Für dich geht es jetzt in Urlaub? Für mich geht es jetzt in Urlaub. Ich wünsche dir das Beste. Tobi, wir sehen danke uns fürs wieder. Erscheinen. Ja, du, gerne, weil das sind so Sachen, nicht nur Autos zeigen, sondern auch mal über diese Sachen sprechen. Das ist wichtig, weil draußen wird viel gesprochen. Aber das veräppt dann immer irgendwie. Wir müssen auch mal Farbe bekennen. Ich rufe jetzt nicht auf, sich in Städte und Gemeinden zu stellen und mal die Hupe zu drücken als Wohnmobilfahrer. Also ich bin nicht Stefan Raab oder sonst was. Du weißt, was ich meine. Aber wäre aber vielleicht nicht schlecht. Stellplatzrevolution. Genau. Keine Autoreifen anzünden, aber vielleicht mal ansprechen. Bitte nicht. Keine gelben Westen oder so tragen. Wie auch immer. Nein, Spaß muss sein. Und mach's gut. Pass auf dich auf. Danke, Tobi. Bleib Tschüss. Gesund. Bleib gesund. Tschüss und Tschüss. Bis bald vom Caravansalon. Habe die Ehre. Fast überhaupt nicht so Düsseldorf. Bitte? Tschüss. Tschüss. Habe die Ehre ist eher. Ja. Ciao.